Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Flucht und Integration in Europa. Unter diesem Titel steht eine internationale Tagung in Klagenfurt, die von der Katholischen Aktion Österreich, dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken und der deutschen Solidaritätsaktion Renovabis veranstaltet wird. Der Einladung sind Menschen aus 13 verschiedenen Nationen gefolgt. Ihr Ziel? Sich über christliche Initiativen zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen auszutauschen und sich im Gespräch mit Betroffenen und Experten zu informieren und sensibilisieren, um künftig besser vernetzt für Solidarität und Menschenwürde eintreten zu können. Gleich zu Beginn stellt Wilhelm Krautwaschl, Bischof der Katholischen Aktion Österreich, fest: Menschen zu helfen, die bei uns Zuflucht suchen, das können wir uns nicht nach Gutdünken aussuchen. Hilfe für die, die Hilfe brauchen, ist für Christen nicht ein Hobby von einigen Idealisten, die heute von manchen mit der Bezeichnung Gutmenschen verunglimpft werden. Das Schicksal der Flüchtlinge fordert uns heraus, ohne Wenn und Aber. Diesen christlichen Auftrag bekräftigt auch die Theologin Regina Pollack. Sie stellt aber auch die Frage nach dem tieferen Sinn. Kann es sein, dass Migrationserfahrungen, auch wenn man sie nicht unmittelbar selbst erlebt hat, in besonderer Weise geeignet sind, für die Wahrnehmung der Präsenz Gottes zu sensibilisieren? Ohne nach diesem Inneren, dem theologischen Sinn der Ereignisse zu fragen, wird nämlich jenen, die sich im Bereich der Flüchtlingshilfe engagieren, langfristig die Luft ausgehen. Und auch für das politische Engagement im Bereich von Flucht und Migration werden wir viel Mut, Durchhaltevermögen und Widerstandskraft benötigen. Denn wir stehen erst am Beginn epochaler Umwälzungen. Wenn wir also die zukünftigen Herausforderungen nicht nur erleiden, sondern gestalten wollen, benötigen wir Sinn. Damit sollen die Schwierigkeiten und die Bedrohungen keinesfalls ausgeblendet werden. Aber erst Sinn und Hoffnung machen es möglich, die Schwierigkeiten ohne Hass und ohne Ressentiment zu benennen und Lösungen zu suchen. Wie diese Lösungen aussehen sollen, ist derzeit heftig umstritten. Der Pastoraltheologe Paul Zulehner beschreibt die tiefe Polarisierung und Zerrissenheit der Bevölkerung, der Politik und sogar in den Kirchen, was den richtigen Umgang mit Flüchtlingen angeht. Das kann so weit gehen, dass ein Bischof etwa aus Ungarn sagt, Franziskus hat keine Ahnung. Keine Ahnung von Flüchtlingen. Keine Ahnung von der Rettung des christlichen Europa gegen den Islam. Natürlich, die Ungarn haben sich lange gewehrt gegen das Osmanische Reich im Mittelalter. Da steckt noch ein bisschen was in den Memen, also in dem, was man so an Geschichten vielleicht erzählt. Aber ich glaube nicht, dass es ums Christentum geht. Ja. Weil man kann das Christliche im Abendland nur durch christliches Tun retten. So rettest du das christliche Abendland. Und es ist doch sehr verwunderlich, dass inmitten des atheisierenden Ostdeutschlands sozusagen das Herzstück dieser Bewegung der Rettung des Christentums ist. Und das sind die zwei bekannten Gefühle, Welcome und Anzünden, Helfen und Hassen und Hetzen auch manchmal. Die einen urbanisieren, die anderen merkeln und das prägt zurzeit Europa. Ob jemand eher zuversichtlich, besorgt oder verärgert auf die Fluchtbewegungen reagiert, hängt laut Zulehner davon ab, wie stark die Angst in einem Menschen ausgeprägt ist. Zum Beispiel die Angst vor sozialem Abstieg, bei der Flüchtlinge als Konkurrenten in Bezug auf Arbeit, Wohnung und Ausbildung gesehen werden. Dabei stellt Zulehner fest: Die Flüchtlinge sind eine Lesehilfe für die nicht geleisteten sozialpolitischen Aufgaben. Wenn nur jene helfen, deren Ängste klein sind, dann heißt die Kernfrage für die Länder in Europa, wie kann die Angst kleiner und das Vertrauen größer werden? Das ist, glaube ich, das Megaprojekt, das den Kirchen in der nächsten Zeit neben der Hilfe als solcher aufgetragen ist. Es bräuchte eine starke staatsmännische Politik des Vertrauens, der es gelingt, die Ursachen der Flucht abzubauen. Breite Bildung wäre ein zweites, das wäre mir schon wichtig. Persönlichkeitsbildung, sagen wir, baut Angst ab. Politische Bildung, wie wir sie auch heute ganz stenografisch machen, und vor allem interreligiöse Bildung. Und das Dritte, das wären eben feste Begegnungen. Ich glaube, das ist die Grundbotschaft heute, wenn flüchtende Menschen Gesichter haben und Geschichten haben, dann geht es nur über Begegnungen, die kennenzulernen.
Den direkten Kontakt zu den Betroffenen sucht auch der jesuitische Flüchtlingsdienst, für den Pater Kalecha im Mittleren Osten arbeitet. Dort bekommt er das Elend und die Erschöpfung der Menschen hautnah mit. Die große Hilfsbereitschaft letztes Jahr in Europa hat ihn sehr gefreut. Dass sich das Blatt jetzt gewendet hat, sieht er kritisch. Even if now there is a lot of secularization, there is a strong current of Christian values and human values. What is happening to those values? Huh? We subscribe to them, we believe in them, but now values have to be concrete. People are always a bit afraid of strangers. Maybe they are afraid of losing what they have, but I don't see how 1 million refugees in the whole of Europe are going to harm the economy or whatever. Huh? So I think here what is needed is that there must be a number of people who have values and who are good at heart, and they should shout a bit more. Der polnische Weihbischof Sadarko hingegen versteht die Ängste seiner Landsleute. Er erklärt, warum die polnische Bevölkerung mehrheitlich eher skeptisch den Flüchtlingen gegenübersteht. Unsere einzige Erfahrung mit dem Islam, das sind die Bilder vom Westen, die Silvesternacht zum Beispiel in Köln. Dann sind die Bilder vom Internet vom Nahen Osten. Dann sind die Bilder mit den Extremisten, mit den Terroristen, also in Frankreich, Belgien und so weiter. Und sonst, wo sollen wir diese Erfahrungen holen? Wie sollen wir mit dem Islam einen Dialog führen, wenn wir wissen, es ist unheimlich schwierig? Weil selbst der Kardinal Turan hat im Mai gesagt, es gibt keinen Dialog mit den Muslimen, mit dem Islam. Ganz kleine Schritte, hat gesagt. Der Turan, der verantwortlich ist für den Dialog, christlich-islam-Dialog, dann hat gesagt, aber die Alternative ist eine einzige, Krieg. Dann wählen wir was? Den Dialog mit den kleinen Schritten. Bitte noch ein bisschen Verständnis, dass wir auf dem Weg sind, diese Lösungen, diese Antworten zu finden. Und wir finden sie, bin ich überzeugt. In der Diskussion um Fluchtbewegungen den einzelnen Menschen im Blick zu behalten, ist das zentrale Anliegen von Kilian Kleinschmidt. Der ehemalige UNHCR-Mitarbeiter berichtet von seinen Erfahrungen in einem der größten Flüchtlingslager der Welt, Zaatari in Jordanien. Was uns zum Wahnsinn getrieben hat, war das ständige Verrücken von Zelten. Wir, Lager, eine Reihe, wie die Stühle hier. Muss ja schön sauber aussehen. Dann haben sie entschieden, wir stellen die alle um, die Zelte. Wir stellen sie zusammen. Denn wir sind ja Familien, dann gibt es große Familien, kleine Familien. Und dann stellen wir 3, 4, 5, 10 Zelte zusammen. Und dann wird es nett. Und als die Zelte dann ausgetauscht wurden gegen Container, Wohncontainer, Caravans werden sie dort genannt im Nahen Osten, dann wurden die auch 2 Minuten, nachdem sie auf dem Boden mit Landvermessern und genau hier 5 mm links, 5 mm rechts, kamen 20 Typen an und haben sie weggetragen, weggerollt und zusammengestellt, wie man sie zusammenstellt. Dann haben sie sich auseinandergeschnitten. Denn man brauchte ja die Einzelteile als Baumaterialien, um sich eigene Häuser zu bauen. Wegzukommen von dem Denken, hier haben wir 80.000, 90.000 Opfer für uns, sondern wir haben vor uns 80.000, 90.000 Menschen, die ihr Leben gestalten wollen. Das war der Schlüssel zur Veränderung. Aber stellen Sie sich vor, Sie kommen in ein solches Lager, und wenn Sie sich klar machen, Sie werden dort für die nächsten 20 Jahre abgestellt, das ist nämlich die Durchschnittsdauer einer Flüchtlingskrise, 20 Jahre mit anderen die Toilette teilen, 20 Jahre lang sich genauso anzuziehen wie alle anderen, 20 Jahre lang alle 2 Wochen irgendwo anstehen, meine Lebensmittelration zu bekommen, wo jemand entscheidet, was ich essen soll. Das ist, wie wir im Augenblick Flüchtlingslager, Flüchtlingskrisen oder überhaupt humanitäre Hilfe gestalten. Wir müssen uns wirklich Gedanken darüber machen, wie kommen wir daraus? Wie erkennen wir den Menschen an und wie kennen wir auch den Unterschied des Menschen an?
Der Wunsch, Flüchtlingen ein neues, menschenwürdiges Zuhause zu bieten und ihnen beim Neustart zu helfen, ist vielen Initiativen in den Aufnahmeländern gemeinsam. Die Tagung bietet einen Überblick über erfolgreiche Projekte aus der Praxis, zum Beispiel die Zusammenarbeit von katholischer, evangelischer und islamischer Glaubensgemeinschaft in Stockerau. In dieser Kleinstadt nördlich von Wien entstand das Haus Ibrahim für minderjährige Flüchtlinge. Pfarrer Markus Beranek schildert, wie es dazu gekommen ist. Es war zufällig genau der Abschluss des Ramadan, dass wir uns erstmals katholisch, evangelisch, islamisch auf Einladung des Bürgermeisters im Rathaus getroffen haben. Und daraus sind dann regelmäßige Treffen, so etwa alle 2 Monate entstanden, wo wir recht ausgiebig miteinander ins Gespräch gekommen sind. Also da ist dann so durch die Monate und Jahre hindurch wirklich ein sehr freundschaftlicher Kontakt entstanden. Auf dieser Basis kommt es zu einem Gemeinschaftsprojekt für Flüchtlinge. Das Haus Ibrahim für 15 unbegleitete Jugendliche, berichtet Pfarrer Beranek. Wir haben ein Haus angeboten bekommen, es zu mieten von einer Familie aus der Pfarre und haben dann gesagt, jetzt wäre es fein, wenn wir das auch gemeinsam hinbekommen, und haben dann nachgefragt bei evangelischer Pfarre und islamischer Gemeinde, seid ihr mit im Boot? Und die Antwort war ganz schnell und ganz spontan, ja, ganz klare Sache, wir tun das gemeinsam. Der interreligiöse Zugang spiegelt sich auch im professionellen Betreuungsteam der Flüchtlinge wider, so Geri Braunsteiner, Vorstand vom Haus Ibrahim. Daneben gibt es auch viel Hilfe von Ehrenamtlichen. Es hat jeder Jugendliche eine Patenfamilie oder zumindest eine Patin. Das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. Das gibt es eine Person, die sich wirklich um mich kümmert und nicht nur, weil sie bezahlt bekommt, sondern weil sie an mir interessiert ist. Die nehmen sie mit auf irgendwelche Ausflüge, die nehmen sie mit nach Hause, die sind bei ihnen. So eine Herausforderung, die uns dann auch immer wieder begleitet, so in der Pfarre das Bewusstsein zu schärfen, das ist unser Haus und unser Projekt. Das heißt, wir stehen schon für das Haus und für diese Arbeit, aber wie gelingt es uns immer wieder, das den Menschen in der Pfarre auch nahe zu bringen, zu sagen, stehen wir da gemeinsam dahinter, wer trägt das noch mit? Die Jugendlichen im Haus Ibrahim haben es schon bis zu uns geschafft. Für diejenigen, die noch auf der Flucht sind, setzt sich die Gemeinschaft Sant'Egidio ein. Sie schafft humanitäre Korridore. Damit können Flüchtlinge mit einem Visum legal nach Europa einreisen. Das Ziel ist, innerhalb eines Jahres 1000 syrischen Flüchtlingen aus dem Libanon sowie Menschen aus Somalia, Eritrea und dem Sudan einen sicheren Weg aus den Krisenregionen zu ermöglichen. Das Mittelmeer gilt als gefährlichste Grenze der Welt. 2016 sind dort innerhalb von 8 Monaten 3.196 Menschen gestorben, weiß Vera Merkel von Sant'Egidio zu berichten. Das ist eine Zahl, die es noch nie in der Geschichte gegeben hat. Papst Franziskus spricht immer wieder davon, der Virus der Gleichgültigkeit, der uns alle so schnell einholt. Und wir sind alle versucht, Mauern zu bauen, die Türen zuzumachen. Aber er hat die Vision für Europa, Brücken zu bauen statt Mauern. Er sagt, Brücken tragen bei für ein sicheres Europa. Und ich denke, wenn wir vielleicht die Mauer nicht beseitigen können, so möchten wir auch von Sant'Egidio versuchen, zumindest Löcher in diese Mauern zu graben, eben zum Beispiel durch die humanitären Korridore. Die Integration selber, sie dauert Jahre, aber man kann sagen, sie beginnt vom ersten Moment an schon. Der erste Moment entscheidet über den Ausgang der Integration. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand empfangen wird mit einem Willkommen auf den Lippen, mit einem syrischen Essen, oder ob man ankommt und Mauern sieht, Stacheldraht sieht und auf Ablehnung trifft. Also dieser erste Moment des Ankommens ist ganz, ganz entscheidend. Seit Flüchtlinge gekommen sind, darunter auch einige Christen, ist das Abendgebet von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Arabisch und Deutsch. Es ist immer noch nach einem Jahr in Arabisch und Deutsch, weil einfach die Familien nachkommen und damit auch die Familien das Gebet verstehen können. Bei Sant'Egidio werden Flüchtlinge von Anfang an in die Gemeinschaft mit einbezogen. Sie helfen zum Beispiel bei der Betreuung von alten Menschen mit. Damit werden Vorurteile abgebaut und die Integration erleichtert.
Aber dann einem Flüchtling zu begegnen und merken, wie hilfsbereit er ist. Also der Flüchtling ist nicht eine Zahl, sondern bekommt ein Gesicht. Das ändert ganz viel bei den alten Menschen, ändert aber auch viel bei den Flüchtlingen, zu merken, sie sind nützlich, sie haben einen Platz in der Gesellschaft, sie können deutsche Sprache üben. Man ist herausgefordert, zu sprechen, zu erklären, aber vor allem Begegnung zu schaffen. Begegnungen können viel ändern. Und ich glaube an ein Zusammenleben. Es ist ein Zusammenleben möglich und es ist schön. Dass im Zusammenhang mit der Fluchtbewegung aus dem Nahen Osten viel Positives im letzten Jahr geschehen ist, davon ist auch Sabine Slavik vom Katholischen Deutschen Frauenbund überzeugt. Ihr Dank gilt dabei den vielen ehrenamtlichen Helfern, insbesondere den Frauen. Denn, so Slavik, meine Motivation, aus dem christlichen Glauben heraus mich ausgerechnet in einem Frauenverband zu engagieren, kommt daher, dass ich schon lange erkannt habe, bereits als ich mit 16 ein Referat machen musste über die Sinnhaftigkeit von Entwicklungshilfe, dass es Frauen in der Welt sind, die eigentlich die Stabilität und Sicherung für Familien schaffen, früher wie heute, dass sie beitragen zur Bewahrung der Schöpfung und vor allen Dingen auch zur Generationengerechtigkeit. Wir haben im Mai vergangenen Jahres die Aktion gestartet, gekommen, um zu teilen, wo unsere Gruppen einfach aufgerufen werden, positive Beispiele zu nennen. In Berlin wurde zum Beispiel vor kurzem der erste Sprachkurs nur für Frauen in geschlossenen Räumen mit Kinderbetreuung mit einem Zertifikat beendet. Das ist für uns besonders ganz wichtig gewesen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Frauen sonst oft zu Sprachkursen nicht zugelassen werden, gerade von muslimischen Männern, weil sie immer fürchten, dass die Frauen dann irgendwelchen Angriffen ausgesetzt sind. Und hier in diesen Schutzräumen ist es tatsächlich möglich. Mit großem Erfolg werden aber auch in anderen Diözesen zum Beispiel zum Tisch Nationen an einem Tisch eingeladen. Für uns Frauen ein leichtes bei einem gemeinsamen Essen und Backen, Frauen einzuladen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das sind genau die Dinge, die jetzt so oft erwähnt wurden. Nur durch persönliche Begegnung können wir Verständnis schaffen. Es bedeutet, die Frauen fühlen sich dann auch aufgenommen, fühlen sich angenommen. Und auch bei uns steigt das Verständnis für den anderen, wird das, was vielfach falsch in der Presse wiedergegeben wird, dann doch zu einem Positiven gewandt. Geflüchtete Frauen werden ebenso zu Bastel-, Strick- und Nähkursen eingeladen, wo sie dann ihre Sachen auch wieder bei den lokalen Märkten, die die Frauenbundgruppen veranstalten, mitverkaufen können und somit auch ein Stück weit zu ihrem Lebensunterhalt beitragen können. Dass die Betreuung von Flüchtlingen mit vielen Auf und Abs verbunden ist, weiß Pfarrer Helmut Schüller zu berichten. Er hat in Probstdorf, einer Kleinstadt östlich von Wien, das Haus Romero initiiert, ein Containerhaus hinter dem Pfarrhof. Seit April 2016 leben hier Menschen unterschiedlicher Nationen zusammen, was für alle Beteiligten mitunter herausfordernd ist, wie Pfarrer Schüller erzählt. Ja, ich habe mir gedacht, ich fange einfach einmal mit dem Ärger an, mit unseren Flüchtlingen. Wir ärgern uns kräftig. Wir ärgern uns über die Konflikte, die sie untereinander haben. Bei uns sind Iraker, Iraner, Afghanen, Marokkaner, Kirgisen. Am Anfang war es sogar so, dass sie nicht, also Iraner und Afghanen nicht dasselbe Klo benutzen wollten. Im Container, das haben wir dann ziemlich schnell klargestellt, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Wir ärgern uns, wenn sie zu den Sprachkursen nicht so eifrig erscheinen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns geärgert ein bisschen über sie und auch über uns selbst, haben einige Begegnungscafés gemacht und im Sommer war eines, das sollte besonders schön sein, dann haben sie ausgelassen, sind fast keiner von ihnen erschienen. Und dann haben wir ein bisschen uns auf die Forschungsarbeit gemacht und festgestellt, hat uns eine dann gesagt, von den Frauen, da wisst ihr, das ist für mich ein unglaublicher Stress, ich kann einfach noch zu wenig Deutsch. Und diese laufenden, sehr gut gemeinten, freundlichen Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich bin das letzte Mal ins Containerhaus schweißnass durchgeschwitzt zurückgegangen. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir das Ganze in einem etwas anderen
in einem etwas anderen Setting machen. Also wir ärgern uns immer wieder über sie, aber wir haben sie ja nicht bei uns, weil sie eh nicht so sind, sondern obwohl sie so sind. Ja? Das heißt, wir haben sie auch natürlich ordentlich ins Herz geschlossen. Zur Vorgeschichte: Die Caritas ist schuld, wie so oft. Ich sage das als ehemaliger Caritas-Leiter mit einer gewissen Lockerheit. Die Caritas ist schuld, sie hat uns gebenzt und gedrängt. Wir sollen endlich Quartiere nennen, wir haben keine gescheiten Zahn braucht. Dann kam in irgendeinem Nachsatz eines August-E-Mails von der Frau Erl: Also habt ihr Grundstücke? Da sind wir dann richtig erwischt worden. Wir haben Grundstücke gleich hinterm Pfarrhaus, haben einen Riesenplatz und da können wir einen Container aufstellen. Wir haben ungefähr so an die 40, 50 Leute, die laufend irgendwas tun für die Gäste. Und darunter sind allgemeine Beobachtungen, alle Typen vertreten. Wir haben also das Phänomen, dass Leute mitarbeiten wollen, die sich mit Sicherheitsabstand vom Gemeindeleben bisher aufgehalten haben sozusagen. Und es gibt aber auch Leute, die noch mit dem Geschmack der Kommunionhostie auf der Zunge aus der Kirche rauskommen und die unglaublichsten Blödheiten über Flüchtlinge reden. Diesen Widerspruch müssen wir leben. Am ersten Informationsabend ist uns glücklicherweise eingefallen, dass wir die Lage sehr entspannen, hat es auch gemacht. Wir haben gesagt, es gibt eine Handynummer, die kann man jederzeit anrufen, wenn irgendein Problem im Anzug ist mit unseren Gästen, an die Bevölkerung gerichtet. Eine Art Kummernummer. Haben die publiziert und so weiter. Und das hat mitten in der Diskussion, als wir das gesagt haben, mitten in der großen Kirchengeneraldebatte, ist eine totale Entspannung eingetreten. Und es hat diese Hotline, die jetzt ein Jahr im Gebrauch ist, ist ein einziges Mal frequentiert worden von einer Studentin, die fragen wollte, ob sie eine Bachelorarbeit darüber schreiben kann. Um einer guten Kommunikation zwischen Einheimischen und Flüchtlingen geht es auch der spirituellen Bewegung Way of Hope. Sie ist interreligiös und wurde vor 7 Jahren von Ferry Berger in Weiz in der Steiermark gegründet. Ihre Ziele sind: Das erste ist Bewusstsein fördern für einen konstruktiven Umgang mit der Flüchtlingsfrage. Wir investieren sehr viel in diese Bewusstseinsbildung. Denjenigen, wir haben 50 Flüchtlinge in Weiz, den Asylwerberinnen Heimat zu geben bei uns und dann Integration mit den anerkannten Flüchtlingen zu leben. 3 Prinzipien: Der Mensch steht im Mittelpunkt, alle haben Platz und Schwache haben Vorrang. Wir haben das Glück, dass wir für die Bewegung ein Zentrum zur Verfügung haben, ein wunderschönes Zentrum mitten in der Stadt, und haben also im Dezember 2014 die ersten Flüchtlinge bekommen. Die Grundidee war dann von vornherein, dass wir sie nicht in einem großen Haus unterbringen wollten, sondern wir haben 9 Wohnungen angemietet in der Stadt, wo wir also praktisch die Leute in kleinen Gruppen oder in Familien unterbringen konnten. Darunter war das evangelische Pfarrhaus, und auch die katholische Kirche hat eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Das Leitungsteam, wo wir versucht haben, auch einen Iraker, der sitzt hier, Yassin, und den Offer aus Syrien in das Leitungsteam hereinzuholen. Wir helfen den Leuten bei der Wohnungssuche. Was wir erreicht haben, ist, es war ein großes Problem, dass die Stadtgemeinde sich jetzt überzeugen hat lassen, dass sie ab 1. Jänner diese Kautionen übernehmen wird. Die werden dann auf Raten zurückbezahlt. Das ist eine ganz große Hilfe. Ja, und jetzt ein paar Projekte so hintereinander. Jetzt zum Beispiel läuft gerade ein Schulprojekt. Da sind einfach 5 Studenten auf uns zukommen, idealistisch, und gesagt, sie möchten in Schulen gehen, mit Flüchtlingen gemeinsam. Das läuft jetzt zum Beispiel, die gehen jetzt in 40 Klassen sind sie jetzt unterwegs. Einfach 3 Unterrichtseinheiten, wo sie einfach mit den Flüchtlingen zusammen Bewusstsein schaffen und Information geben. Ja, und dann versuchen wir also wirklich das politisch auch so zu machen, dass wir zum Beispiel gleich zu Beginn, wie die Flüchtlinge gekommen sind, mit den FPÖ-Vertretern der Stadt zusammengesessen sind. War ausgemacht, wenn es irgendwo Probleme gibt, sie werden sich sofort bei uns melden. Ist noch nie was gemeldet worden. Eine Statistik: Diese 2 Jahre jetzt haben wir bei uns Way of Hope 76 Asylwerberinnen betreut. Von den 76 sind nach wie vor 42 in der Betreuung,
und 34 haben einen positiven Asylbescheid bekommen. Von den 34 sind 22 nach Wien oder Graz gegangen. Dazu sagen muss man, bis jetzt sind praktisch keine Flüchtlinge im ländlichen Raum bei uns in der Oststeiermark geblieben. Das ist bis jetzt nicht der Fall gewesen. Also wir erleben das schon als großen Erfolg, dass 12 Leute und auch 2 Familien in der kurzen Zeit sich angesiedelt haben in Weiz. Das ist für uns ein enormer Erfolg. Mit dem Nebenresultat, dass von denen, die weggegangen sind, nur 3 einen Job haben und von unseren 12 10 einen Job haben. Den Abschluss der Tagung Flucht und Integration in Europa bildet das interreligiöse Fest der Begegnung mit dem Motto Brücken statt Grenzen in Ferlach. Ein besonderer Ort, denn hier in der südlichsten Stadtgemeinde Österreichs leben 50 verschiedene Nationen in Frieden zusammen. Zum Fest geladen sind neben den Tagungsteilnehmenden auch Menschen, die erst vor kurzem nach Österreich geflüchtet sind. An sie wendet sich Gerda Schaffelhofer, Präsidentin der Katholischen Aktion Österreich. Nun, manches an Gewalt, an Menschenverachtung, an Krieg und an Terror habt auch ihr erlebt. Denn niemand von euch hat seine Heimat, seine Familie, seine Freunde, sein Zuhause ohne Grund verlassen. Ihr habt euch auf den Weg gemacht. Und ihr habt auch auf diesem Weg dann viel an Ablehnung erfahren. Ihr seid vor Grenzen gestanden, ihr habt Misstrauen erlebt, ihr seid abgewiesen worden. Dafür möchte ich auch heute um Entschuldigung bitten. Wir können diese Erfahrungen nicht ungeschehen machen, aber wir können euch heute mit offenen Armen aufnehmen. Wir wollen miteinander die Kinder, die Erwachsenen, die Frauen, die Männer, die Alten, die Jungen und die verschiedenen Religionsvertreter hier in Kärnten heute ein kleines Zeichen setzen. We want to light a candle for peace, for salam, for shalom, for mir. Auch wenn die Herausforderungen groß sind, dass ein gutes Zusammenleben möglich ist, haben die Präsentationen aus der Praxis und der schwungvolle Ausklang der Tagung gezeigt.